informieren über die ENEV, über die Energieeinsparverordnung. Die ist natürlich ein zentrales Handlungsfeld und ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Die Energieeinsparverordnung wurde zuletzt im Jahre 2009 geändert. Damals wurden die wichtigsten energetischen Baustandards für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen um durchschnittlich 30% verschärft. 30%, und das erst 2009. In diesem Jahr muss die ENEV wieder erneut novelliert werden, schon aus EU-politischen Gründen und auch damit der Energieverbrauch im Gebäudebereich weiter gesenkt werden kann. Wir wollen also die Gebäuderichtlinie der EU umsetzen und den Beschlüssen der Energiewende Rechnung tragen. Die bevorstehende Novellierung steht unter der politischen Vorgabe, die im Energie- und Klimakonzept der Bundesregierung formuliert worden ist. Und das ist wirklich mit einem erheblichen, ja, wie soll ich sagen, mit einem erheblichen Input an Diplomatie formuliert. Ich lese es Ihnen mal vor. Wir haben die Vorgabe, die Effizienzstandards von Gebäuden ambitioniert zu erhöhen, soweit dies im Rahmen einer ausgewogenen Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Belastungen der Eigentümer und Mieter wirtschaftlich vertretbar ist. Also das ist die hohe Kunst, ambitionierte Klimaziele zu verfolgen, aber gleichzeitig die Balance zwischen klimapolitisch wünschbaren und wirtschaftlich vertretbaren zu finden. Die Bundesregierung befindet sich hier sicherlich in einem Spannungsfeld, der Verordnungsgeber befindet sich in einem Spannungsfeld und die Bundesregierung will die Normadressaten, also vor allem die Hausbesitzer und die Mieter, aber auch die Wirtschaft auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz eben mitnehmen. Deshalb ist Augenmaß geboten. Es ist unbestritten, dass im Gebäudebereich die Energieeffizienz erhöht werden muss, wenn wir unsere ambitionierten Ziele erreichen wollen, zu strenge Energiestandards aber, und da habe ich Sie und einige von Ihnen nicken sehen, können Eigentümer und Investoren aber von der Durchführung sinnvoller Modernisierungsmaßnahmen abhalten und können das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich zum Ziel haben. Die Spielräume für eine erneute Verschärfung sind gegenwärtig begrenzt. Wir haben eine erste Evaluierung der letzten ENEV. Danach ist die ENEV in so, wie sie jetzt ist, in den wesentlichen Anwendungsfällen auch wirtschaftlich. Und man muss immer bedenken, dass seit dem Inkrafttreten dieser letzten großen Verschärfung erst 2,5 Jahre vergangen sind. Vor diesem Hintergrund planen die federführenden Ressorts, und das ist unser Haus und das Bundeswirtschaftsministerium, eine maßvolle, wirtschaftlich vertretbare Verschärfung der Anforderungen an Neubauten. Eine Anhebung der Baustandards im Gebäudebestand erscheint uns dagegen zu diesem Zeitpunkt wegen zu geringer Einsparpotenziale wenig sinnvoll. Unser Haus setzt sich entschieden dafür ein, und das halte ich für die wesentliche Botschaft dessen, was wir hier überbringen wollen, dass diese Ziele mit Anreizen erreicht werden sollen und eben nicht mit Zwängen. Das hat etwas mit grundlegenden politischen Einstellungen zu tun, das hat etwas mit Ordnungspolitik zu tun und das hat etwas damit zu tun, dass wir eben eine anlasslose Sanierungspflicht ablehnen, genauso wie überzogene Baustandards ohne entsprechende Förderung. Es hat etwas mit respektvollem Eigentum zu tun, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir glauben, dass wir auf diese Weise die klimapolitischen Ziele eher erreichen können, denn die Menschen finden immer einen Umweg und wenn jemand weiß, in dem Moment, wo ich meine Immobilie überhaupt anfasse, muss ich so viel tun, dass ich es mir eigentlich nicht mehr leisten kann, wird eben gar nichts mehr gemacht. Und dann hat man zwar hehre Ziele und hehre Vorgaben, aber man erreicht am Ende nichts. Man muss sich schon die Mühe machen, die Menschen so gut es geht, es ist eh schwierig genug, mitzunehmen und zu versuchen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und jeder einen angemessenen Beitrag leistet.